Mit diesem Tretrad konnte man schwere Lasten bewegen. Wir erreichen Bitsch. Wir sind jetzt auf dem Campingplatz Stürzelbronn in der Nähe von Bitsch. Wir sind jetzt bei der Zitadelle. 1679 wurde die Festung nach Plänen V. Bons, Festungsbaumeister Louis XIV., errichtet. Wälle und Bastionen wurden wenige Jahre nach der Fertigstellung geschleift, doch 1741 wieder aufgebaut. Es entstand eine mächtige Anlage, die zweimal vergeblich belagert wurde. Die eindrucksvollen Mauern aus rötlichem Sandstein und die unterirdischen Anlagen blieben erhalten. Truppenunterkünfte für 850 Mann zusammen mit Vieh. Wir fahren in das Städtchen Bitsch zurück. Hier haben wir noch einmal einen schönen Blick auf die Festung Bitsch. Thank you.
genau dort stehen. An einem Haus am Bahnübergang. Wir haben jetzt Volkemoor verlassen und sind auf der Straße nach Henry. Die Chaussee war voll von Wagenzügen, Geschützen, fahrenden Lazaretten, Armeegendarmen und Ordonnanzen. Lange Reihen von Infanterie marschierte auf der Straße und zur Rechten quer über die Stoppelfelder. Über uns wölbte sich ein tiefblauer Himmel und von der starken Hitze flimmerte es über den Feldern. Wir überschritten die Brücke, kamen dann auf den größten Teil von Arkaden umgebenen Markt mit mehreren Gasthöfen und Cafés und dem alten Rathause, vor dem sich sächsisches Fußvolk auf Stroh lagerte. Und bogen von hier in die Rue Saint-Laurent ein. Wir waren an der Ecke Rue Raucraft in einem rot umrankten Schlösschen einquartiert.
Am 16. August 1870 war in diesem kleinen Flösschen das große Hauptquartier einquartiert. Sein unfreiwilliger Wirt befand sich mit Madame auf Reisen. Richtung Toul. In der Kirche Saint-Étienne in Toul. Der Bau der Kathedrale wurde im frühen 13. Jahrhundert begonnen und im 16. Jahrhundert beendet. Von Toul aus sind wir auf den Campingplatz Villay-le-Sec gefahren, der nahe bei Toul liegt. Hier haben wir einen Campingplatz direkt an der Mosel. Auf einer Spazierfahrt. Wir sind jetzt in Nancy und machen einen kleinen Stadtbummel. Wir sind jetzt am Platz Stanislaus. Der Platz bildet ein Rechteck mit abgeschrägten Ecken von 124 auf 106 Meter. Und verbindet die Altstadt zwischen der Porte de la Graf und der Kirche Saint-Équique mit der von Karl III. Angelegten Neustadt. In der Mitte des Platzes steht das Standbild von König Stanislaus, das im Jahre 1831 hier aufgestellt wurde. An den Ecken des Platzes sind der Aphrodite- und der Neptunbrunnen aufgestellt. Das Hotel de Ville. Hier sehen wir den Neptunsbrunnen. Ein Spaziergang im Regen durch Nancy. Thank you.
dem Museum Bobsart. Hier ein Blick aus dem Fenster des Museums. Wir gehen nun über den Platz de la Carrée zum Herzogspalast. Blick zurück zum Platz Stanislaus. Wir haben jetzt das Museum von Lothringen verlassen und befinden uns jetzt vor dem ältesten Stadttor der Stadt. Es ist aus dem 14. Jahrhundert. Jetzt, wir sind jetzt in Lüneville, der alten Reiterstadt. Lothringen kam durch die Heirat Maria Theresias an Frankreich. Im Frieden von Lüneville etwa 1806 söhnte sich Napoleon mit den Habsburgern aus. Hier wurde der Friedensvertrag zwischen Napoleon und den Habsburgern geschlossen. Im Schloss.
Hier haben wir Voltaire. Stanislaus Leszinski, der Erbauer des Schlosses. Ludwig der 15. Und hier haben wir Ludwig den 16. Und hier haben wir Marie Antoinette. Vor dem Schloss steht ein Standbild von La Salle. Wir sind jetzt in Commercy, einem der Hauptquartiere der deutschen Armee im Krieg 1870-71. Bald darauf fuhren wir in das Tal der oberen Maas hinab und kurz nach 2 Uhr erreichten wir Commercy, ein hübsches Städtchen mit etwa 6000 Einwohnern, das einen großen Wald neben sich hat. Gegen Abend machten Soldaten Musik vor dem Hause des Königs, der schon in den Freiheitskriegen in Commercy Quartier genommen hatte. Mittwoch, den 24. August, fuhren wir um 12 Uhr von Commercy wieder ab. Wir hatten eine Vorhut von Ulanen vor uns und zur Begleitung die Stabswache, die sich bunt aus den verschiedenen Reitergattungen der Armee, grünen, roten, blauen Husaren, sächsischen Reitern und preußischen Dragonern und dergleichen zusammensetzt. Der Wagenzug des Kanzlers folgte dicht hinter dem des Königs. Lange Zeit kamen wir durch kein Dorf. Dann berührten wir Saint-Arpin. Bald darauf rollten wir einen Meilenstein entlang, auf dem zu lesen stand Paris 241 Kilometer. Nicht lange nachher fuhren wir in die kleine Stadt Lischny hinein, die gedrückt voll bayerischer Soldaten und anderem Kriegsvolk war und auf deren Markte wir in einem tollen Durcheinander von allerhand Fuhrwerken etwa 3/4 Stunden hielten, da unser Chef dem hier verweilenden Kronprinz einen Besuch abstattete. Die Stadt war gedrückt voll bayerischer Soldaten und es herrschte ein tolles Durcheinander. Von Bar-le-Duc aus rollte der Nachschub im Ersten Weltkrieg nach Verdun. Exelmann war der Oberbefehlshaber der Revolutionsarmee in der Schlacht bei Valmy. Gegen 9 Uhr beginnt der Durchzug der Bayern. Sie marschieren über die Rue de la Banque, grüne Chevrolets mit rosenroten Kragen, Aufschlägen, dunkelblaue Kürassiere, unter denen viele stattliche Gestalten, Lanciers, Artillerie, Infanterie sich befinden. Regiment auf Regiment geht der Marsch an dem Oberfeldherrn der deutschen Heere vorüber, stundenlang. Laut schallendes Hurra vor dem König, wobei die Reiter ihre Palasche schwingen und das Fußvolk die rechte Hand emporhebt. Gesenkte Fahnen, schmetternde Fanfaren der Reitertrompeten, Musikbande der Infanterie, von denen die eine den prachtvollen Hohen Friedberger Marsch spielt. Auf unserem Weg zur Oberstadt. Wir sind nun am Place Saint-Pierre, Bauten aus verschiedenen Epochen und elegante Fassade von Saint-Étienne umgeben den dreieckigen Platz. Die Wohnhäuser lassen die Entwicklung der Architektur vom 15. bis 17. Jahrhundert deutlich erkennen. Wir gehen jetzt in die Kirche Saint-Étienne. Das Skelett am Grabmal von René de Chalon, Prinz von Orange,
der 1544 bei der Belagerung von seinem Dessert auf kaiserlicher Seite fiel. Mit äußerstem Realismus ist die Leiche 3 Jahre nach dem Tod dargestellt. Phrasen etwa 65 Mark. Hier nochmal ein Blick auf das alte Herzogsschloss. Der Palast des Marschalls von Frankreich, Oudinot, Marschall von Napoleon, dient heute als Rathaus. Wir übernachten heute im Park des Schlosses Maubamont, das dem Marschall Foch während des Ersten Weltkrieges als Hauptquartier diente. Heute fahren wir von Bar-le-Duc wieder ab, Richtung Sedan. Bei Les Isettes ein Soldatenfriedhof der Franzosen aus dem Ersten Weltkrieg. Diese Schutzhütte wurde im Ersten Weltkrieg vom deutschen Kronprinzen und seinem Generalstab als Unterstand benutzt. Hier sieht man noch einen Teil der ehemaligen Stellungen. Hier sind verschiedene betonierte Unterstände. Und hier sieht man auch noch die Schützengräben. Auch heute noch, nach 70 Jahren, sieht das Gelände aus wie umgepflügt. Hier nochmal ein Blick auf eine andere Anlage, am Rande des Bombentrichters. Ich kann die Größe mit der Kamera nicht ein. Hier stand einmal ein Dorf. Eingang zu einem Unterstand. Ohne lange Suchen fanden wir diese 3 Granatsplitter. Mit diesem Blick zurück verlassen wir diesen düsteren Ort. Hier nochmal ein Blick auf eine Stellung. Hier bin ich in einem unterirdischen Stollen, den die Deutschen gegraben haben. Leider kann man nicht mehr weitergehen, aber es ist beleuchtet. Man sieht die elektrischen Kabel. Hier eine Beobachtungsstellung der Deutschen. Musik.
So sah der Hügel aus, den wir vorhin besichtigt haben. Im Museum ist eine Puppenausstellung aufgestellt, die das Leben Marie Antoinettes nachbildet. Wir sind jetzt in Varennes. An dieser Stelle wurde Ludwig der 16. gefangen genommen und nach Paris zurückgebracht. Wir verlassen nun wieder Varennes. Der Marktplatz von Busancy, einem Landstädtchen oder Flecken, war voll Offiziere, Husaren, Ulanen, Feldjäger und allerhand Fuhrwerke. Das Feuer links hörte bald auf. Bayerische Artillerie, desgleichen blaue Kürassiere und grüne Chevaliers jagen auf der Straße im Trab an uns vorüber. Wir nahmen anfangs denselben Weg wie tags zuvor über Barde Bossancy und Somaude, wobei wir zwischen diesen beiden Dörfern einige Schwadronen bayerischer Ulanen passierten, die hier rasteten und den König mit laut schallendem Hurra begrüßten. Noch eine Strecke weiter hin sah ich über der Senkung links auf einer baumlosen Bodenerhebung zwei Kolonnen Infanterie aufgestellt und vor ihnen zwei Geschütze, die feuerten. Es war aber so weit von uns weg, dass man die Schüsse kaum hören konnte. Kleine weiße Nebelkugeln wie hochgestiegene Luftballons schwebten über der Senkung, in der die Kanonen standen, 3 bis 4 Sekunden in der Luft und verschwanden darauf mit einem Blitz. Es waren Schrapnells. Samaute lag voll von Verwundeten. Vor uns steigt hier der Boden zu einer sanften Höhe an, wo der König etwa 1000 Schritte von den Wagen und Pferden, die ihn und sein Gefolge hergebracht hatten, mit unserem Chef und einer Anzahl von Fürstlichkeiten, Generalen und anderen hohen Offizieren Stellung genommen hat. Ich folge ihnen über Sturzacker und Stoppelfeld und beobachte nun seitwärts von ihnen bis zum sinkenden Abend die Schlacht von Beaumont. Es gibt hier noch viele schöne alte Häuser. Im 15. Jahrhundert erbaut wurde. Die 30 Meter hohen Mauern hat man im 16. Jahrhundert durch 35.000 Quadratmeter Bastionen an den 4 Ecken verstärkt. Wir sind jetzt in der Festung. Five.
Etwa 800 Schritte vor der Maasbrücke bei Donchery steht rechts von der mit Pappeln bepflanzten Straße ein einzelnes Haus, das damals von einem Weber aus Belgien bewohnt war. Wir sind jetzt in Rebin und blicken auf die Maas hinab. An der Maas. Auf unserem kleinen Spaziergang haben wir diese schöne Aussicht auf ein Mäander der Maas. Wir sind jetzt in Charleville-Mézières. Hier ist Marc. Er war der Gründer von Charleville. Montmédy liegt dicht an der belgisch-luxemburgischen Grenze im Tal der Gière, einem Nebenfluss der Maas. Durch zwei aufeinanderfolgende Tore mit Zugbrücke betritt man die Oberstadt. In der Kirche gibt es über 6000 Quadratmeter Fensterflächen. Damit gehörten sie einstmals zu den größten der Welt. Medizinische Instrumente der Römerzeit. Die Ausstellungsstücke der gallo-romanischen Epoche.
Das waren früher die Nachttischlämpchen. Ein Grab aus dem 4. Jahrhundert. Der Mithraskult kam mit den römischen Legionären aus Asien. Der Mithraskult war ein reiner Männerkult und schloss Frauen aus. Deshalb konnte sich das Christentum gegen den Mithraskult durchsetzen. Das Hauptfest des Mithraskultes war der 24. Dezember. Die katholische Kirche vereinnahmte dieses Datum als die Geburt Jesu Christi. Ein Standbild Karls des Großen. Uniform der französischen Soldaten 1870-71. Französische Uniformstücke aus der Zeit Napoleons III. Wir haben jetzt das sehr sehenswerte Museum verlassen und befinden uns jetzt wieder in Metz auf dem Platz der Armes. Unser Campingplatz liegt direkt an der Mosel.